Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Ja, hier waren wir stehen geblieben und hatten beim letzten Mal in diesem, ja, sagen wir mal, Steinbruch unterm Kometen hier gegen einige Harpien gekämpft. Und unser Auftrag ist es ja, 60 Harpienfedern zu sammeln. Wir hatten bis jetzt gerade mal, Moment, ich hatte es beim letzten Mal nachgeguckt. Wir gucken es nochmal nach, einfach damit ich auch selber auf dem Stand bin. 49 zusammen, da hat sich noch nichts dran geändert. War beim letzten Mal auch noch 49, also fehlen noch 11, logischerweise. Und wir hoffen, die in dieser Höhle hier zu finden. Schlüssel ist erforderlich. Willst du mich flachsen? Was ist ein Schlüssel erforderlich? Bäh. Dann gucken wir mal hier rum. Muss ja irgendwo ein Schlüssel rumliegen. Ich meine... Hallo? Hier ist ein Schlüssel erforderlich. Echt jetzt? Für die Truhe ist auch ein Schlüssel erforderlich? Warum sind hier überall Schlüssel erforderlich? Ich dachte, wir können jetzt hier mal in dieser Folge schön mal in diese Dungeon rein und dann ein paar Harpien umhauen. Magie oder Gefahr? Das könnte Gefahr sein. Was hat es mit diesen Steinen auf sich? Das wird bestimmt mit einer Quest zusammenhängen. Da wir die Quest aber im Moment nicht haben... müssen wir mal gucken. Ja, wir spielen ja hier sowieso ein bisschen kreuz da quer. Wir lassen uns ja von der Hauptstory immer auch gerne mal ein bisschen ableiten oder wegleiten und gucken uns dann auch mal so ein paar Nebenstränge von der Story an. Das kann natürlich sein, dass wir da auch ab und zu die Hauptstory halt wirklich aus den Augen verlieren. Das Schwert brauchst du jetzt ja nicht, Geralt. Renn mal normal. Das Medaillon. Das Medaillon. Geralt kriegt gerade einen Anruf. Ne, und rufen über sein Medaillon an. Oh, guck mal. Hier sind noch zwei Harpienfedern. Das ist schon mal schön. Dann fehlen ja gar nicht mal mehr so viele. Was gibt's hier noch? Ein Busch mit Glumpe. Hinterm Häuschen ist nichts, außer ein paar Hühner. Dass die noch nicht abgehauen sind. Pack, 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 pack. Kollege? Wohin des Weges? Ich habe eigentlich mal eine Frage. Da unten ist sowas, wo... Wohin des Weges? Ja, okay, bleib liegen. Ist mir auch egal. So, gut. Das bringt uns jetzt eigentlich gar nichts, hier noch rumzuspringen. Ein Sack voller Federn. Ja, denn die Quest wollen wir eigentlich machen. Na gut, wir gehen mal erstmal zurück in die City. Ich suche ja eigentlich noch was, wo wir uns abladen können. Das wäre auch noch so eine schöne Sache. Hier kann man noch ein bisschen was mitnehmen. Ah, sogar zweimal. Finde ich nett. So. Ist hier noch mehr? Was ist eigentlich hier hinten? Ich meine, hier kann man ja auch hingehen. Huch. Pilze. Super. Und Schellkraut. Nehmen wir auch mit. Können wir überall, können wir Tränke draus bauen. Wir müssen ja auch mal wieder unseren Trankvorrat auffrischen. Ja, der hat ja auch ein bisschen gelitten bei den letzten Abenteuern. So, was haben wir hier? Ein Ort der Macht. Hallo. Und was ist denn das? Oh, hier war doch gerade noch was zum Einsammeln. Nein? Gut. Oha. Gehen wir mal geradeaus. Tür geöffnet. Hatten wir dafür einen Schlüssel? Das Symbol des Hasses. Oha. Eine ziemlich dunkle Höhle, ne? Das ist natürlich für YouTube super. Mach mal auf hier. Ich will mal was sehen. Oh Gott. Du stinkst vielleicht. Irgendwelche dunklen Viecher, die vor sich hin platzen. Nein? Neckar. Ach, du bist ein kleiner Neckar. Ja, dann... Oh, wir sind überlastet. Oh, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Mist. Wie viel genau gerade überlastet? Ach, Mann. Ja... Was können wir denn wegschmeißen? Haben wir irgendwelchen Plunder dabei? Nö, kein Plunder. Alles wichtig. Mist. Mist, 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 Mist. Epische Harpien-Trophäe. Alles, alles episch. Aber wir haben zum Beispiel zwei Geister-Trophäen. Das ist ja Quark. Da können wir doch auch eine einfach wegwerfen. So.
Wir müssen es ja nicht übertreiben. Dann können wir uns wieder bewegen. Und bevor wir jetzt hier noch weiter durchziehen, weil es auch so dunkel ist. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Alles klar. Na, gehst du durch? Bevor wir jetzt hier noch weiter durchgehen, gucke ich mal, dass wir tatsächlich erstmal in die Stadt kommen. So, Türchen auf. Ich muss ja erstmal das Inventar leeren. Das geht ja nicht anders. Wir können ja überhaupt nichts mitnehmen. Was ist das hier? Ist das der Schlüssel erforderlich? Naja. Warum brauchen wir neuerdings überall so viele Schlüssel für alles? Ach, hier, das könnten wir mitnehmen. Gut. Ja, gucken wir mal in die City. Wir müssen erstmal hier tatsächlich das Inventar leer kriegen. Das bringt es ja irgendwie nicht, wenn wir da mit vollem Inventar die ganze Zeit rumspringen. Dann können wir auch die Neckar umhauen und dann können die auch nicht mehr rummeckern. Wir müssen auf jeden Fall das Symbol des Hasses finden. Hass, Tod und Verderben. Tod. Tod, Tod, Tod. Voll Emo. Tod. Gut. Also, ab in die City. Hallo. Na, alles cool bei euch? Finde ich klasse. So, die Tränke laufen bis dato auch sowieso aus. Wer hätte es gedacht. Ganz kurzer Ladebildschirm. Oder? Nein? Kein kurzer Ladebildschirm. Es hat alles in-game geladen. Das ist schön, dass das funktioniert. So kann Geralt nicht ein bisschen schneller sprinten hier. So. Die Mörderrolle auf Doom. Nein. Ganz ruhig, Leute. Ich bin's bloß, der Geralt. So, wo kann man denn jetzt hier in der City? Hier ist eine. Warte mal, müssen wir hier quer durch und dann runter. Okay, probieren wir es mal, ob wir da hinkommen. Ganz ruhig. Aber wir kommen ja gar nicht rein, ne? Ey, wir kommen ja da gar nicht rein. Das ist doch kacke. Was machen wir da jetzt? Wir könnten gucken, dass wir vielleicht bei einem Händler ein bisschen was verkaufen. Aber erstmal einen finden, ne? Hallo? Ist hier ein Händler? Hier schläft eine Frau mit Hut. Können wir Feuer klauen? Das ist aber auch nicht Sinn der Sache. Feuerstipitzen? Nee, mag ich jetzt nicht. Können noch ein bisschen was anderes mitnehmen, aber wie schon gesagt, wir haben ja das Problem, dass wir überlastet sind. Da können wir nicht noch mehr mitnehmen. Das ist ja Quatsch. Da gibt es ja überhaupt keinen Sinn. So. Und hier ist auch kein Händler, oder? Steht eine interessante Rüstung. Naja, aber wir sind ja der Hexer. Brauchen wir nicht so eine dicke Rüstung. Ein bisschen Leder und Kette. Und da sind wir gut bedient. So, Händler. Du redest nicht mit mir? Ich begreif das nicht. Ja, ich begreif das auch nicht, dass der nicht mit mir redet. Ganz schön groß, unser Wagen, was? Ja, ja, aber wo sind die überhaupt alle? Ich setze mich jetzt hier irgendwo in der Ecke und schmolle, weil mich keiner beachtet. Oder können wir vielleicht doch außen rum? Warte mal, konnten wir hier oben rum? Und dann irgendwie die Wache umgehen, um in den hinteren Teil des Bezirks zu kommen? Das alte Tor, das irgendwie ein bisschen umgehen hier? Ein bisschen Schellkraut sammeln, alles klar. Also wir können uns auch auf jeden Fall gleich Tränke brauen. Wo ging es hier hin? Ach, ich glaube, wir sind ja nicht richtig. Ne, das ist einfach bloß eine olle Tür. Oh, hier oben sind wir, ne? Ja, wir kommen hier nicht rum. Das ist das. Wir kommen hier in diesen Teil der Stadt überhaupt nicht rein. Das ist gerade ein bisschen doof. Ah, das ärgert mich gerade ziemlich. Ach Mann. Vor allem mit so einem vollen Inventar. Das ist einfach nur... Ja, wir rennen gerade ein bisschen hin und her. Das ist gerade ein bisschen störend, gebe ich zu. Stört mich an der Stelle halt auch, weil... Ja, wir dürfen nicht immer alles mitnehmen. So, gut. Pass auf, wir machen es jetzt mal so. Wir meditieren eine Runde. Und, brauen uns ein paar Tränke zusammen. Wir müssen uns jetzt einfach mal die Zeit nehmen, hier wieder ein bisschen Schwalbe herzustellen. Akzeptieren. So, hier gleich nochmal drei hinterher. Akzeptieren.
Nee, Elementstein will ich nicht verbraten, Kollege. So geht er nicht. Haben wir nicht... Genau, wir haben doch hier Harpienaugen. Nehmen wir doch die. Die machen sich doch viel besser. So, ich habe bestimmt schon ein paar Elementsteine verbraten, wette ich. Egal. So, herstellen. Ja, komm, gib ihnen 6er, ne? Jo. Akzeptieren. So, Waldkauz hätte ich dann auch gerne noch ein paar. Harpieneier, da gibt es doch bestimmt auch was Besseres als die. Nein, wir haben nur Harpieneier. Uiuiui, das ist natürlich schlecht. Okay, wie sieht's mit Krähe aus? Da brauchen wir keine Harpieneier nutzen. Ja, da haben wir genug von anderen Grimmskrams, den wir nicht brauchen. Da stellen wir uns auf jeden Fall nochmal volle Bulle her. Nekrophagenhaut geht auch voll klar, die kann man auch voll verbrauchen. So, was ist hier? Neckarkrallen und Neckaraugen. Ja, komm, ne, gib ihn. Herstellen, was geht. Ja, und das mit dem Waldkauz, das stört mich gerade, dass wir hier keine andere, was ist das für ein... Quibriff. Da haben wir leider nichts mehr. Und was anderes kann ich auch nicht reinschmeißen, das ist... Und ein Harpienei, davon haben wir halt nur eins. Ist mir jetzt ein bisschen zu schade eigentlich. Was, vielleicht kann man anderes... Katze zum Beispiel, können wir Katze? Wir könnten eine Katze, da will ich aber keinen, wieder, wie schon gesagt, keinen Elementstein verwenden. Lieber hier so ein Harpienauge. Und dann können wir uns noch einen Katzetrank brauen. Die Federn, die will ich nicht verbraten, nein. Aber wir haben auch nichts anderes außer die Federn. Also von daher fällt das für die Katze schon mal weg. So, dann haben wir hier ein paar Tränke gebraut. Wie sieht es jetzt mit unserem Inventar aus? Naja, eher schlecht als recht. Und hier kommen wir halt auch nicht weiter. Ja gut, dann müssen wir wohl... Dann müssen wir wohl den Weg zurückgehen. Das ist jetzt natürlich doof, weil wir jetzt die ganze Folge quasi verschwendet haben. Aber dann nehmen wir anstatt dem Waldkauz einfach einen Katzetrank. Dann bubbert es zwar die ganze Zeit, weil wir den Herzschlag der Feinde hören. Halt. Okay. Nehmen wir mit. Der Buff kann nicht schaden. Das Schwertchen kann dann wieder weg. Das werden wir zwar gleich brauchen, wenn wir da gegen die Neckar antreten, die da im Dunkeln rummeckern. Mecker. So, hier hinten wird glaube ich auch noch ein Ort der Macht. Ich hör's doch. Tschink. So. Können wir noch ein bisschen Material mitnehmen. Das ist alles wichtig, das Zeug. Halt, hier ist ja noch eins. Auch mit. Sehr gut. Ja, die Sonne geht schon unter. Da wir uns jetzt aber in eine dunkle Höhle sowieso begeben, ist das eigentlich egal. Uns soll es nicht stören. Haben wir eigentlich sowas wie eine Fackel? Können wir das... Haben wir eine Fackel? Haben wir sowas dabei? Nee, ne? Wir müssen dann wohl mit Katze arbeiten. Einfach weil es dunkel ist. Ja gut. Machen wir. Wir müssen ja dahin. Jetzt sind wir ja wieder hier unten. Ist ja Quatsch. Oder? Nee, Quatsch. Doch richtig. Wir müssen ja hier den geheimen Schleichweg. Ja, hier rum. Dudum. War eigentlich auch noch ein Ort der Macht? War das nicht so? Nein? Okay. So, dann nutzen wir die Gelegenheit an der Stelle und meditieren nochmal. Nehmen ein paar Tränke ein. So, ich hätte gerne... Guck mal, wir haben nämlich so viel. Hier unten auf jeden Fall eine Katze. Eine Krähe. Und eine Schwalbe. Und das reicht, ja. Trinken. Plupp. Gulk. Denn dann können wir nämlich sehen, was so abgeht. Haben so eine kleine Nachtsicht. Katzenaugenmäßig geht das schon ab. Dung. So, das bubbert jetzt natürlich die ganze Zeit. Aber... Holla, die Waldfee. Da kommen wir auch mit klar. In unserer coolen Schwarz-Weiß-Sicht. Dafür sehen wir hier auch ein bisschen, was abgeht. So, ich ziehe schon mal das Schwert. Tunnel der Gründerväter, alles klar. So, und dann können wir halt nicht viel mitnehmen, ne? Ist dann halt so.
Ich habe hier hinter der Tür hab ich schon die leuchtenden Augen des Bösen gesehen. Da oben sitzt ein Neckar. Oh Gott, warte, haben wir eine Karte von dem, was hier unten ist? Ja, nicht wirklich. Okay, dann machen wir erstmal die Neckar platt, die da hinten so rumgammeln. So, das komplett kaputt gemacht. Sehr schön. Wir können leider erstmal nichts mitnehmen. Das ist ein bisschen schade. Wie geht's denn hier überhaupt hin? Sag bloß, das ist eine Sackgasse. Ach, du willst mich doch verarschen, das ist eine Sackgasse. Na ja, gut. Gut, dann ist das halt eine Sackgasse. Wir haben ja oben auch die kleine Minikarte. Die müsste ich eigentlich auch mal mehr nutzen. Sehen wir nämlich, dass es hier noch rumgeht. Ja, können wir vielleicht doch ein bisschen Neckargelumpe mitnehmen? Wie viel wiegt denn das? Ja, das wiegt doch nicht viel. Ja, komm, wir nehmen einfach mal alles mit. Und ansonsten müssen wir irgendeine Waffe oder so wegschmeißen. Huch! Wo kommt der denn her? Der Nachzügler vom Wurf. Der Kleine. Jetzt ist er hin. Tudum. So, ja, überlastet. Ach, Mann. Also mal halt überlastet. Mir jetzt egal. Nein, ist es nicht. Mist. Rüstung haben wir. Guck mal hier, wir haben zum Beispiel diese blöden Stiefel und die schweren Lederhosen. Die brauchen wir doch überhaupt nicht. Wir haben außerdem schon eine an. Drum. So, weg damit. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. So. Eiskalt. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir bleiben. Und vor allem, wo es hier hingeht. Karte? Oh, weia. Das ist ja interessant. Wie so eine Mine hier. Ich sehe es kommen, die Folge wird wieder wirklich lang. Wie beim letzten Mal gesagt, ja, die Folge war ja beim letzten Mal ein bisschen kürzer. Dafür wird die ja umso länger. Guck mal hier, wie schön wir die platt machen und direkt... Instant Kill. Okay, den haben wir einfach bloß gewonnen, den anderen. Das geht aber auch voll klar. Kann man ja machen. Blut eines Neckarkriegers. Geil. Auf jeden Fall schöne Sachen, die wir alle mitnehmen. Und wir sind schon wieder überlastet. Ah, wenn wir nicht so viel Kram dabei hätten. Das ist ein Stiefel. Ich habe noch so eine schwere Lederhose. Weg damit. So. Lass mal alle liegen, die ganzen blöden Hosen. Okay, hier ist eine... Was? Wo? Was war das? Eisenerz. Nee, das lass mal alles mal liegen. Das wird ja nicht schlecht. So, Tür auf. Mal gucken, was uns erwartet. Könnt ihr auch mal wieder schnell speichern. Tschack. Einfach der Sicherheit halber, dass wir nicht alles normal machen müssen. Ganz ehrlich, wer baut denn solche wirren Minengänge? Ein Leichenfresser? Was macht der denn hier? Ihr lernt es wohl nie. Sind solche, die explodieren? Ja. Git. Ich habe das Gefühl, hinter dieser Tür werden mehr lauern. So, warte mal, wenn wir jetzt hier gucken. Wir müssten ja jetzt eigentlich hier durch die Tür und dann... Ja komm, gib ihn. Hä? Der steht einfach bloß da. Warum prügeln die sich da? Über uns. Ach so, einer wieder. Ja, du bist nicht der Erste. Blitz! Zack! Kopf ab! Easy. Ne? So einfach. Immer schön. Oh, Teil einer Orte. Wir haben das Teil einer Dingsbubs-Rüstung gefunden. Teil einer Droger-Rüstung.
Drogerinnenrüstung, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist eine Handwerkszutat, die wir brauchen, um uns eine neue Rüstung zu bauen. Eine richtig geile, wo wir auch ordentlich Geld für springen lassen haben. Für das Rezept. Und wer bist du? Schlüssel für die Katakomben. Na, das ist doch mal eine Ansage. Alles klar. So, gibt's hier noch was? Nee, aber hier können wir durch. Durch die dunkle Höhle. Mensch, euch kenne ich doch. Freunde? Freunde? Sultan, du solltest mir doch das Schwert bringen. Es ging nicht, Geralt. Das war nicht dein bester Einfall, Hexer. Zwerge sind erbärmliche Lügner, vor allem der hier. Ihr wisst Bescheid? Oh ja, du willst die Waffe, um den Fluch von Hänsel zu nehmen und die Geister der Gefallenen zu erlösen. Herrin, ich weiß, dass ihr gerade Krieg führt, aber der Fluch ist auch für Wergen eine Bedrohung. Diese magische Energie ist unbeherrschbar. Spar dir das, ich bin im Bilde. Du kriegst das Schwert. Tatsächlich? Das ist aber nett. Ja, es freut mich, dass ich dir helfen kann und ich danke dir im Namen aller Wergener. Die Seelen ihrer Nächsten werden bald Ruhe finden. Oh. Danke. Noch nichts entscheiden? Ja, komm hier. Danke dir. Gehab dich wohl. Mach's gut, Sultan. Halt die Ohren steif. Du auch, alter Haudegen. Bis zum nächsten Mal. Saskia, ich hab da eine Kleinigkeit vergessen. Geralt will Jorvet sprechen. Er will was Bestimmtes von ihm. Es geht um die Spitze des Spießes, mit dem Sabrina Glevisig getötet wurde. Jorvet trug sie bei sich, als ich ihn in Flotsam traf. Er hat sie beim Würfeln verloren. An Skalen Burden, den besten Glücksspieler von Wergen. Sprich doch mal mit dem. Jorvet lässt sich zu Glücksspielen herab. Skalen kann sehr überzeugend sein, wenn es ums Pokern geht. Du müsstest mal sehen, was da für Schätze in seinem Rucksack stecken. Alles Pokergewinne. Na, die kann man ihm ja abknüpfen. Ob ich ihm ein paar davon abknüpfen kann. Der Geralt, na guck an. So. Nee, wir wollen natürlich an die Oberfläche zurückkehren. Es ist viel zu dunkel hier unten. Boah, meine Güte. Alles klar. So, können wir jetzt hier rein? Naja, Mist. Denn unser Inventar ist immer noch brechend voll. Aber ich hoffe, wir können jetzt... Moment, doch, Inventar war richtig, da wollte ich gucken. Ja, es ist immer noch ziemlich voll. Ah, ich nehme noch ein paar Pilze mit. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir... Jetzt, da wir Sabrina und Zoltan da getroffen haben, wir haben das Schwert, das ist schon mal gut. Müssen wir jetzt nur noch den Spieß holen. Also wir haben die Standarte, das Schwert, es fehlt nur noch der Spieß. Und dann haben wir alle drei Dinge zusammen, um dem Fluch oder dem Auflösen des Fluches einen Schritt näher zu sein. Das ist schon mal ganz gut. Ganz gut. Und so ein aufgelöster Fluch, ne? Ich find's auch gut, dass die Sabrina hier an der Stelle einfach mal kooperiert. Ne? So nach dem Motto, du willst das Ding haben? Und dann sagst du, ja? Nee, okay. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Ja, der eigentliche Endboss, den wir da besiegen sollten, der, ja gut, den haben wir eiskalt mit unserem Adrenalin runtergenommen, ne? Und dann haben wir eiskalt Schlipp, Kopf runter von den Schultern. Und dann haben wir das Teil der Rüstung gekriegt, was wir unbedingt haben wollten. Sehr gut, sehr gut. Nur Erfolge zu verzeichnen, nur Erfolge. So. Kommen wir jetzt eigentlich hier rein? Nee, ne? Die lassen uns immer noch nicht hier rein. Warum eigentlich nicht? Netter Pferdeschwanz. Du störst. Ach Mann, warum lassen die mich da nicht rein? Voll doof. Ich will doch hier hinten in die Schenke und ein bisschen Zeug abladen und sowas. Ach Mann. Na gut, vielleicht weil wir halt den Weg des Hänsel gewählt haben. Egal. So, du hättest mir ja auch mal sagen können, dass du das Ding hast, Kollege, was ich suche. Ich habe gehört, die Spitze von Jorvets Spieß hast du. Das stimmt. Ich könnte sie gebrauchen. Vergiss es. Das ist eine Trophäe, für die ich den zähesten Kerl besiegen musste. Dafür gelte ich manchen als Held. Was habt ihr gespielt? Würfelpoker. Früher habe ich auch viel gewürfelt. Ist das eine Herausforderung? Mhm. Erwarte keine Sonderbehandlung. Ich habe vor, dich richtig zu rupfen. Und kein Fluch wird daran was ändern. Lass uns loslegen. Okay. Los geht's.
Check. Geld setzen. So. Wupp. Jetzt würfeln wir natürlich. Alles klar, was haben wir denn Schönes gewürfelt? Er hat 1, 2, 5, 6, 5, 2 Fünfen. Da können wir mit 1, 2, 3, 1, 5 nicht wirklich gegen anstinken. Pass auf, wir gehen ja mal volles Risiko und hauen 4 Würfel nochmal. Behalten nur die 5, in der Hoffnung, dass wir halt mindestens noch 2 Fünfen kriegen vielleicht, um seine Fünfen auszustechen. Ah, komm schon. Ob das so klug war, ich weiß es nicht. Ich sehe eine 5, ich sehe eine 2 Dreien. Und er hat ein Full House. Ach, Mist. Okay. Na gut. Du hast verloren, Hexer. Genau wie dieser, wie hieß er? Ja. Blaskovic. Wer ist denn das? Der hat auch einen magischen Spieß gesucht oder sowas. Ah, egal, ist lange her. Wenn du mir noch ein paar Urens da lassen willst, nur zu. Bin stets für dich da. Ja, wir werden auf jeden Fall würfeln. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn die ist jetzt schon wieder überlang. Aber in der nächsten werden wir gucken, dass wir bei Skalen hier den Spieß kriegen. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und würde sagen, haut rein und ciao, ciao. Was macht der da im Hintergrund?